Nein, ich bin nicht beim Verfassungsschutz. Ich habe einfach ein realistisches Grundverständnis von Spaltung und was die Regierung will. Und das ist genau das, was sie will, dass wir einfach aufhören, miteinander zu arbeiten. Guten Morgen, Leute. Oh, Vicky Richter, my name is John. It is nice to meet you. Thank you for taking the time to see me today. No problem. Also, ich selber kämpfe seit Anfang des Schuljahres, dass meine Tochter frei atmen kann in der Schule. Man sagt, ich soll ein neues Attest bringen, wo dann explizit drinsteht, kein Face-Shield. Das habe ich dann getan. Das hat die Frau vom Herrn Schiffmann ausgefüllt und auch bestätigt. Wir sind auch extra nach Zinsheim gefahren. Mein Name ist Vicky Richter. Ich bin die persönliche Referentin vom Herrn Bayerbach und bin federführend in der Recherche gewesen. Und habe auch den Kontakt mit Ihnen, Herrn Dr. Schiffmann, aufgebaut. Liebe Fans, ich war in dem Interview von Samuel und von Bodo mit dem 6-jährigen Mädchen und ich war am Freitag in Augsburg auf der Demo, da habe ich auch gesprochen. Aber glaub mir, das ist nur ein Zufall. Es ist sehr interessant, dass politische Gruppen wie wir als Psychopathen bezeichnet werden, aber Friday for Future und auch die Antifa Geld von der Regierung kriegt. Und wir nicht, das kann nicht sein. Kontext, die Angestellte des Landtagsabgeordneten, die uns diese Information gegeben hat, die wurde mittlerweile gekündigt, die ist nicht mehr auf der Arbeitsstelle. Ja. Aber du hast völlig recht, also das... Das heißt gekündigt von dem Abgeordneten? Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Aber die arbeitet nicht mehr dort. Die Sache ist nur die, und da hast du völlig recht, also wir sind da offensichtlich von der Information nicht 100% akkurat gewesen, was aber nicht an uns lag, sondern es lag am Informanten. Ja. Ich bin Maria von den Mutigmachern und treffe mich mit Vicky Richter, Referentin eines Abgeordneten im Bayerischen Landtag, und ich will von ihr wissen, welche Anfragen von Eltern gerade bei ihr auf dem Schreibtisch landen. Die meisten Bürgeranfragen, die ich erhalte per E-Mail, sind von besorgten Eltern. Guten Tag, mein Name ist Vicky Richter. Ich bin die Pressesprecherin des Vereins Polizisten für Aufklärung und in diesem Video möchte ich Ihnen den Verein vorstellen. In Deutschland... Ich weiß nicht, es sind 22 Toten, oder? Es war in Deutschland. Okay. In Deutschland wurde in einem Altersheim durch... Da sterben die jetzt alle reihenweise weg. Denk mal drüber nach. Hallo zusammen, ich bin die Vicky Richter, ich bin die Pressesprecherin von dem Verein Polizisten für Aufklärung, die auch heute für die Alpha-Sammlung zuständig ist und die beantragt hat. Ich möchte jetzt an die Bürger in Uniform sprechen und sie vielleicht aufklären über die, wahrscheinlich wieder der Stream dann gelöscht. Ich bin die Pressesprecherin von Polizisten für Aufklärung, Vicky Richter. Und ich hätte an euch eine Bitte. Hört auf, Fälscherbitte zu den Polizisten zu sagen. Oder Fälscherbitte, ist scheißegal. Wenn ihr 5 Minuten später sagt, schließt euch an. Das ist eine beschissene Aussage. Niemand wird euch unterstützen, wenn ihr sie erst beleidigt. Ihr wollt auch nicht als Nazis bezeichnet werden. Nicht! Ja, ich bin stolz darauf, die Uniform getragen zu haben. Ja, die Politiker, aber die Politiker stehen hier nicht. Das ist die Polizei, die hier steht. Und die Polizei muss das machen, was die Politiker hier sagen. Das ist ihr Job. Wer von euch hat gekündigt wegen dem Master, weil er sie nicht durchführt? Wer? Ihr seht, die Hände hochheben. Wer hat gekündigt, weil er die Maßnahmen nicht durchführen will? Wer? Wow, das sind nicht mal 10%, nicht mal 10%. Und ihr schreit die Polizisten an, schließt euch an. Das sind genauso Menschen, die haben genauso Angst und die haben genauso Familie zu versorgen. Und was? Wir sind nicht mehr in einer Nazi-Zeit. Und diese Vergleiche, die Polizei mit Nazis zu vergleichen, das stinkt. Ihr habt nicht das Recht. Wenn ihr wollt, dass man euch zuhört, dann hört den anderen auch zu. Ihr wollt eine Demokratie. Diese Demokratie hat auch 2 Meinungen. Die sollte man tolerieren. Ja, gut. Wow, ihr seid nicht besser.
Leiche kann ich aufsagen. Hört auf, diese Aggression zu schüren. Die Polizei steht da jetzt. Sie hat den Auftrag, da zu stehen. Wenn ihr weitermacht und aggressiv seid, kommt die her und lösen auf. Und was habt ihr dann? Scheißbilder in den Mainstream-Medien. Und das ist genau das, was ihr wollt. Genau, schreib mich an. Ja. Ich habe meinen Job verloren. Weil ich die Wahrheit gesagt habe. Nee. Gehen wir? Schön. Ja, warum nicht? Es ist ja kalt. Ja? Die Schminke verläuft langsam. Echt? Jetzt. So, ich wurde gerade mit meiner Kamera geschlagen. Ich sollte jetzt eigentlich ganz laut Polizei rufen, aber das... Nein, im Chat wurde schon gefragt, ob ich Angst vor dem Schläger Heinz habe. Da habe ich gesagt, ich kann auch zurückschlagen, was ich jetzt hiermit bewiesen habe. Die es noch nicht wissen, Vicky ist unser Vorstand fürs Querdenken. Das war schon mal der Einstieg. Man muss dazu sagen, du bist jetzt, willst jetzt eine politische Karriere einschlagen. Nee, ich bin so, habe ich das verstanden. Also ich bin im Vorstand von der Basis. Mhm. Und da hieß es halt mal, dass die Bilder jetzt eher unvorteilhaft sind oder so. Aber auch nicht von der Mehrheit. Und ich stehe halt dazu und ich sage halt, Leute, die das nicht selber durchgemacht haben oder nicht in meiner Position sind, haben einfach meiner Meinung nach den Mund zu halten. Dieser Partei kann ich mich jetzt voll und ganz zugehörig fühlen. Ich bin der Bundesvorstand von der Basis. Ich bin der Querdenker. Diese Klartext AG, das war, ist eine AG von den, ja, Galionsfiguren in Anführungsstrichen, Wodak, Fischer, Füllmich und noch ein paar Leuten, die sich halt mit den Diskrepanzen, wie es halt im Bundesvorstand und wie es in der Partei gelaufen ist, auseinandergesetzt hat und daraus dann Schlüsse gezogen hat. Und dann hat sich rausgestellt, dass es sich... Ja, mit dem Mikrofon. Ja. Ah. Hallo zusammen, ich bin jetzt in der Nähe von Tucson, Arizona in einem Camp für Veteranen, die helfen gegen den Kinderhandel in Arizona, an der Border. Und Leute, die in Tansania hocken oder mit Löffeln auf Töpfen schlagen vor irgendwelchen Impfzentren und jetzt behaupten, dieser Oberfeldwebel ist einer vom Verfassungsschutz, das ist ein V-Mann. Bitte, ihr solltet einfach mal die Klappe halten. Das, was ihr gemacht habt, war irgendwelche bescheuerten, sorry für meine Wortwahl, irgendwelche Helikopter zu drehen, Demonstrationen durchzuführen, wie der Staat es will. Das ist keine Demonstration. Wir waren genauso Schafe. Nur waren wir die Schafe mit den besseren Argumenten. Und warum? Weil Querdenken oder alle, die da auf diesen Bühnen standen, genauso gesteuerte Opposition sind. Ob sie es wissen oder nicht, ihr wart genauso Schafe vom Staat. Und der Staat hat uns spielen lassen. Und ich werde mir jetzt wahrscheinlich anhören müssen, was sagst du denn so laut? Und du bist jetzt in Florida oder in Amerika. Du hast aber gar kein Recht, dich irgendwie zu beschweren. Nein, ich habe kein Recht, mich zu beschweren. Aber ich bin in Amerika. Ich bin an die Mauer gefahren. Hab 87 Kinder vom Child Trafficking gerettet. Ich recherchiere die ganze Zeit gegen Child Trafficking. Ich pisse hier diversen Leuten gerade ans Bein. Und ich schlage nicht auf beschissene Töpfe ein mit irgendeinem Löffel und sage, hier, lass dich nicht impfen. Oder drehe irgendwelche Helikopter und weine an irgendwelchen Videos, dass wir irgendjemanden retten sollen und nehme Spendengelder ein. Was macht ihr denn gerade? Vicky muss noch was sagen zum Schluss. Wir sind ja Gentlemen. Vicky, gib uns noch mal ein schönes Ende. Und ich bin keine Yogameisterin. Ich habe Ballett gemacht.